Hallo und herzlich willkommen. Wieder eine Mütze, ja, du siehst das richtig. Diesmal eine Mütze mit ganz tollen, ich musste die stricken, weil diese Muster finde ich so toll für Mützen oder für Lob oder für Schal. Egal was du damit strickst. Ich finde diese Muster wirklich, wirklich sehr, sehr toll. Und zweitens, es ist so, dass du kannst auch das Muster mit 2 Stricknadeln stricken. Ich habe hier so kleine Beispiele für euch schon fertig und wir würden diesmal mit 2 Stricknadeln stricken, weil du würdest gleich sehen mit der Skizze, dass es egal, ob du mit 2 oder mit 5 oder in Runden strickst. Die Wolle, die ich hier benutzt habe, das ist Big Merino vom Drops. Das ist für Stricknadeln in der Stärke 5 mm und ich habe Bündchen mit 4 mm gestrickt und hier habe ich diese Muster, diese Oberteil mit 4,5 gestrickt. Bei 50 Gramm haben wir nur 75 Meter, also du musst damit rechnen, 2 Knollen, da bleibt was übrig, aber 2 Knollen musst du schon haben. So, das ist für Wolle und jetzt kommen wir zur Skizze. So, ich wollte euch noch was sagen, die Bommeln, das siehst du am Anfang von diesem Video, ich habe da ein paar Bommeln, ein Foto gemacht. Ich habe lange, lange gesucht, weil ich wollte kein normalen Fell oder vom Tier, ich wollte künstliche Fell haben. Und ich habe lange gesucht und das sieht so toll aus. Ich habe bei Amazon, keine Werbung für Amazon, aber ich habe wirklich, da waren in einer Packung 24 Bommeln mit verschiedenen Farben und war wirklich, wirklich sehr, sehr günstig. Wir kommen jetzt zur Skizze. Wir haben hier, wie du siehst, im Blau habe ich gezeichnet. Im Blau haben wir nur rechte Maschen. Das Schwierigste, würde ich sagen, das Schwierigste, was bei diesem Muster ist, das ist hier dieser Anfang. Da brauchst du vielleicht 2 Hilfsnadeln oder 2 Zopfnadeln. Das sieht man hier vielleicht noch ein bisschen besser. Schau mal hier. Das ist das, wo ich 2 Strick oder Hilfsnadeln benutzt habe, den Rest habe ich ohne Hilfsnadel gestrickt. Und jetzt würde ich euch erklären, was die Zeichen, und das wäre gut, wenn du dir das jetzt aufschreibst. Wir haben hier diese 2 Zöpfe. Das heißt, wir haben hier 2 Maschen, als erste 2 Maschen auf die Hilfsnadel, auf die erste Hilfsnadel, hinter die Arbeit, dann die nächsten 2 Maschen nimmst du auf die Hilfsnadel, vor die Arbeit, dann strickst du 2 Maschen rechts, dann kommen als erste die jetzt muss ich überlegen, die 2 Maschen von der Hilfsnadel und dann die nächsten. Aber das zeige ich dir in aller Ruhe, ganz langsam werden wir stricken. Jetzt komme ich ins Teufelsküche. Dann haben wir hier, wie du siehst, das sind Zöpfe, die wir eine Masche hinter die Arbeit, die 2 rechts und dann die eine Masche vor der Hilfsnadel nimmst du und strickst auch nach rechts und hier haben wir 2 Maschen hinter die vor der Arbeit, ja, vor die Arbeit und die eine rechts und dann die 2 auch nach rechts. Die geraden Reihen oder geraden Runden Wenn du Mütze strickst oder benutzt das für Socken, obwohl das wäre, glaube ich, zu groß für Socken, weil das ist schon dünne Wolle, was ich hier benutzt habe. Relativ dünne Wolle für Stricknadeln in der Stärke 3. Und schau mal, die sind ziemlich groß auch, die Zöpfe. Wenn du in Runden strickst, zum Beispiel Lob oder Mütze, dann strickst du die alle Maschen, die geraden Runden strickst du nach rechts. Wenn du mit 2 Stricknadeln strickst, dann strickst du die alle Maschen nach links. Und das war's. Mehr brauchen wir nicht, weil ich rede zu viel, habe ich wieder letztens gehört. Deswegen rede ich nicht mehr. Jetzt bin ich ruhig. Ich kann nicht ruhig sein. Ich muss reden. Ich würde Wahnsinn, wenn ich nicht rede. So. Wir stricken, wie gesagt, wir stricken jetzt mit 2 Stricknadeln. Und ich würde euch, wenn du die Skizze vor der Nase hast, weil du hast dir die abgeschrieben oder ich habe dir die schon zugeschickt, dann guckst du auf der Skizze und strickst genauso, wie ich dir das jetzt zeige. Ich würde jetzt mit etwas kürzeren Stricknadeln von Nadelspiel stricken. Und wir fangen an mit eine Randmasche und danach, wenn du auf die Skizze guckst, hast du im Blau 5 Maschen, die du nach rechts strickst. 2., 3., 4. und die 5. Und jetzt fangen wir an mit dem Doppelzopf, würde ich sagen. Und hier benötige ich 2 Hilfsnadeln oder 2 Zopfnadeln, und zwar die ersten 2 Maschen, nimmst du auf die Hilfsnadel, die erste und die zweite, und liegst hinter die Arbeit. Schau mal, so, die liegt da hinter unserer Arbeit. Okay. Jetzt nimmst du die nächsten 2 Maschen, die auf der linken Stricknadel sind, und legst die vor deine Arbeit. So, schau mal, das sind die 2, die hinten sind, hier mit grüner Hilfsnadel, und die nächsten 2 Maschen, die liegen hier vor die Arbeit. Okay. Die nächsten 2 Maschen, die auf deine linke Stricknadel sind, strickst du ganz normal nach rechts. Ich stricke die verschränkt, nicht wundern und nicht kritisieren, weil ich stricke so. Okay. Jetzt musst du, die hast du als zweite hier gelegt. Die kommen jetzt als erste auf die linke Stricknadel. Die eine und die zweite. Die würden auch nach rechts abgestrickt. Die eine und die zweite. Und jetzt kommen die von der grünen Zopfnadel auf die linke Arbeitsnadel. 1 und 2. Das machen wir nochmal, weil wir haben hier 2 Rapports. Und die stricken wir auch nach rechts. Ich habe euch nicht gesagt, durch wie viele Maschen teilbar das ist. Ich sage euch das gleich. Danach haben wir 5 Maschen rechts. Die erste, 2., 3., 4. und die 5. Unser Rapport haben wir beendet. Schau mal, das sieht so aus. Unser Anfang, siehst du? Und jetzt fangen wir an mit dem zweiten Rapport und wir haben wieder 5 Maschen, die wir nach rechts stricken. Insgesamt sind das 2, 4, 5, 3, Ich muss gucken, bevor ich hier irgendwas einen Fehler mache. 2, 4, 6, 2, 4, 5, ja. Und jetzt, nach dem Anfang, nach den 5 Maschen, wenn du die 5 Maschen schon gestrickt hast, nimmst du wieder die nächsten 2 Maschen von deiner linken Arbeitsnadel, nimmst du wieder auf die Hilfsnadel und legst hinter die Arbeit. So, jetzt die zweite Hilfsnadel, nimmst du die nächsten 2 Maschen von der linken Stricknadel, legst die vor die Arbeit. Das ist am Anfang, ist das natürlich schwer, aber wirklich da, im Grunde genommen ist das wirklich ganz einfach, diese Zopf zu machen. Die nächsten 2 Maschen, die auf der Hilfsnadel, auf der linken Stricknadel sind, strickst du nach rechts und dann kommen die Maschen, die vor der Arbeit oder vor die Arbeit liegen, kommen auf die linke Stricknadel. Die werden auch nach rechts gestrickt. Ich stricke verschränkt, du kannst von vorne stricken. Und dann die 2 von meiner grünen Stricknadel kommen hier auf die linke Stricknadel, von der grünen Hilfsnadel auf die linke Stricknadel und würden auch nach rechts verstrickt. Und die letzten 5 Maschen, die stricke ich nach rechts und du strickst nach den 5 Maschen strickst du weiter, wenn du mehrere Pots brauchst. Dann wendest du die Arbeit, wie lange brauche ich, und strickst die zweite Reihe alle Maschen nach links. Wir sind jetzt bei der dritten Reihe oder dritte Runde, wenn du in Runden strickst. Und ich wollte noch schnell sagen, wir haben Maschenzahl teilbar durch 16. Wenn du mit 2 Stricknadeln strickst, teilbar durch 16 plus 2 Randmaschen, die hast du nicht in Runden. Und nach oben hast du 20 Reihen. Die 21. Reihe fängst du wieder an von der ersten Reihe. Wir sind jetzt bei der dritten Reihe und wir haben die erste Randmasche und danach haben wir 4 Maschen, die wir nach rechts stricken. Erste, zweite und die vierte. Und dann müssen wir wieder zöpfen. Und zwar, wir nehmen, Entschuldigung, wir nehmen die nächsten 3 Maschen. Ich mache das so, wie ich das jedes Mal mache, das habe ich euch gezeigt in meinem Video von vor ein paar Tagen, dass ich die 3 Maschen von der linken auf die rechte Stricknadel hole, dann schiebe ich meine linke Stricknadel unter die erste, aber hinten, dann hole ich die raus, die kommen wieder hier und würden alle 3 nach rechts verstrickt. Und wenn du mit Hilfsnadel oder mit Zopfnadel strickst, dann nimmst du eine Masche auf die Hilfsnadel, legst hinter die Arbeit, die nächsten 2 strickst du nach rechts und dann die eine von der Hilfsnadel nimmst du auf die linke Stricknadel und strickst auch nach rechts. Einfach. Jetzt kommen nach dem Zopf 2 Maschen, die wir nach rechts stricken und wir machen das wieder, nur diesmal die 3 Maschen hole ich mir von der linken auf die rechte Stricknadel und jetzt kommen die 2, aber diesmal vorne schiebe ich meine linke Stricknadel, dann die hole ich mir nach vorne und strick nach rechts. Wenn du jetzt mit Hilfsnadel strickst, dann nimmst du die 2 ersten Maschen auf die Hilfsnadel und legst vor die Arbeit, dann strickst du die eine Masche rechts, dann die 2 von der Hilfsnadel kommen wieder auf die linke Stricknadel und würden auch nach rechts gestrickt. So. Fertig. Danach haben wir 4 Maschen rechts, und wir fangen an mit neuem Rapport. Eine, zweite, dritte und die vierte. Und wieder die 3 nächsten Maschen Das heißt, die erste nimmst du auf die Hilfsnadel und legst hinter die Arbeit. Die nächsten zwei Maschen strickst du nach rechts und dann die eine Masche von der Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. Ich mache das so, wie ich das gelernt habe, wie für mich das einfacher ist. Ich habe, wie gesagt, euch das schon gezeigt, wie man das macht in einem von meinen Videos. Dann kommen zwei Maschen rechts und dann nimmst du zwei Maschen auf die Hilfsnadel, legst die vor die Arbeit. Die eine Masche, die auf der linken Stricknadel ist, strickst du nach rechts und dann die zwei Maschen vor deiner Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. So, und jetzt kommen vier Maschen, die ich nach rechts stricke und meine Randmasche, weil mein zweiter Rapport ist schon beendet. Dann wendest du die Arbeit, die vierte Reihe strickst du alle Maschen nach links. Wir kommen jetzt zur fünften Reihe oder fünften Runde. Da haben wir am Anfang die Randmasche und danach sind drei Maschen, die wir nach rechts stricken. Ich stricke die verschränkt. Dann kommt unser erster Zopf in der fünften Reihe und da zöpfen wir eine Masche auf die Hilfsnadel, die nächsten zwei Maschen strickst du nach rechts und dann die eine Masche von deiner Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. Ich würde sehr froh, wenn du dir das aufschreibst, dann muss ich nicht das jedes Mal sagen, sondern wir können in aller Ruhe weiter stricken. Vier Maschen rechts, dritte und die vierte und jetzt kommen zwei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit. Die eine Masche strickst du nach rechts und dann die zwei Maschen von deiner Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. Fertig. Dann haben wir drei Maschen rechts und erster Rapport ist fertig. Wir fangen an mit dem zweiten Rapport und wieder hast du drei Maschen, die du nach rechts strickst. Dann zöpfen wir wieder. So, und ich hole die von hinten. So, jetzt kommen die zwei und die werden auch jetzt auf die linke Stricknadel und alle drei würden jetzt bei mir nach rechts abgestrickt. Dann in der Mitte haben wir wieder vier Maschen rechts, die vierte und danach haben wir wieder, Moment, ich muss gucken, ja, und danach haben wir wieder Zöpfen und jetzt kommen die hier auf meine linke Stricknadel, die hole ich mir hier und alle drei würde ich nach rechts stricken. Wie du siehst, das ist ganz einfach mit dieser Methode, wenn das kleine Zöpfe sind. Und am Ende strickst du drei Maschen nach rechts und die Randmasche. Wie gesagt, du kannst dir, ich kann dir unten einen Link schreiben oder am Ende dieses Video, wo ich das zeige, wie man das, die kleinen Zöpfe ohne Zopfnadel machen kann. Das war jetzt die fünfte Reihe und die sechste strickst du alle Maschen nach links. Wir sind jetzt in der siebten Reihe die Randmasche, danach haben wir zwei Maschen, die wir nach rechts stricken und jetzt zöpfen wir wieder eine Masche auf die Hilfsnadel, hinter die Arbeit die zwei Maschen rechts stricken und dann die eine von der Zopfnadel strickst du auch nach rechts. Eine, die zweite und die dritte. Danach kommen sechs Maschen, die wir nach rechts stricken, fünfte und die sechste und jetzt zöpfen wir wieder. Diesmal kommen zwei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit. Die nächste Masche, die auf der linken Stricknadel ist, strickst du nach rechts und dann die zwei Maschen vor deiner Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. Danach strickst du 2 Maschen rechts und der erste Rapport ist bei mir beendet. Jetzt fange ich an mit dem zweiten Rapport, 2 rechte Maschen und wieder zöpfen. Und diesmal so hinter die Arbeit. Wie du siehst, das geht wirklich ganz, ganz schnell und wirklich einfach ohne Zopfnadel. Dann kommen wieder 6 Maschen, die ich nach rechts stricke. 4, 5 und die 6. Und noch einmal zöpfe ich. Diesmal 2 Maschen vor die Arbeit. So, und dann stricke ich die auch nach rechts. Am Ende habe ich 2 Maschen, die ich nach rechts stricke und die Randmasche. Wir kommen jetzt zur 9. Reihe. Und wir fangen an mit der Randmasche und danach haben wir eine Masche rechts. Dann zöpfen wir wieder eine hinter die Arbeit, die 2 nach rechts stricken und dann die eine vor deine Zopfnadel strickst du auch nach rechts. Jetzt habe ich hier einen Faden verloren. So, den muss ich mir holen. So. Und dann dazwischen haben wir 2, 4, 6, 8 Maschen rechts. Eine, zweite, die 6., 7. und die 8. Dann nochmal zöpfen. So, diesmal kommen die vor die Arbeit, 2 Maschen, die eine strickst du nach rechts und dann die 2 vor deine Hilfsnadel, auch nach rechts. Dann kommt eine Masche rechts. Ich fange an mit dem zweiten Rapport, eine rechte Masche und wieder zöpfen, eine Masche nach hinten liegen, 2 Maschen rechts abstricken und dann die eine Masche auch nach rechts abstricken. In der Mitte habe ich 8 Maschen, die ich nach rechts stricke. 6., 7. und die 8. Und dann muss ich noch einmal zöpfen. Diesmal vor die Arbeit 2 Maschen. Und nach rechts stricken. 1, 2 und 3. Und dann habe ich eine Masche rechts und schon die Randmasche. Das war jetzt die 9. Reihe. Wir haben jetzt die 11. Reihe, da haben wir die Randmasche. Und jetzt haben wir als erste unser Zopf, aber 2 Maschen vor die Arbeit. Die eine Masche strickst du, die auf der linken Stricknadel ist und dann holst du dir die 2 Maschen von deiner Zopfnadel und strickst die auch nach rechts. Jetzt in der Mitte haben wir 10 Maschen, die wir nach rechts stricken. Sechste, 8, 9. und 10. Und jetzt zöpfen wir wieder, diesmal eine Masche hinter die Arbeit liegen, 2 Maschen rechts stricken und dann die von deiner Hilfsnadel oder Zopfnadel strickst du auch nach rechts oder du strickst so wie ich die Zöpfe. Okay? Jetzt wieder neuer Rapport und wieder hast du 2 Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit, eine Masche rechts stricken und dann kommen die 2 Maschen von deiner Hilfsnadel auf die linke Arbeitsnadel und die strickst du auch nach rechts. Dann hast du wieder 10 Maschen, die du nach rechts strickst. So. Muss gucken, weil ich habe jetzt nicht gezählt, aber wir müssen 3 bleiben. Okay, und jetzt hast du wieder ein Zopf. jetzt vor die Arbeit. Die eine, die wird auch rechts gestrickt. Und dann die zwei auch nach rechts und die Randmasche. Das war jetzt die 11. Reihe. Die 12. strickst du alle Maschen nach links. Die 13. Reihe, eine Randmasche, eine Masche rechts. Dann haben wir unser erster Zopf. Zwei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit und eine Masche rechts stricken und dann die zwei Maschen von deiner Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. Dazwischen haben wir 8 Maschen, die wir nach rechts stricken. 1, 2, 3, Moment, ich muss gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und die 8. Und jetzt zöpfen wir wieder, und zwar eine Masche hinter die Arbeit. Probiere das einmal ohne Hilfsnadel, du würdest sehen, das kleine Zöpfe, das ist wirklich ganz toll, ohne Zopfnadel zu stricken. Dann kommt nach dem Zopf eine Masche rechts und unser erster Rapport ist beendet, zweiter Rapport eine Masche rechts und jetzt kommen zwei Maschen auf die Hilfsnadel vor die Arbeit, die eine Masche rechts stricken und dann die zwei Maschen von deiner Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. Dazwischen hast du wieder 8 Maschen, die du nach rechts strickst. 6., 7. und 8. Und jetzt zöpfen wir wieder. Und wir zöpfen wieder mit einer Masche hinter die Arbeit. Ich mache mir die auf die. Dann die zwei Maschen strickst du nach rechts und dann holst du dir die eine Masche vor deine Hilfsnadel auf die linke Arbeitsnadel und die würden alle Maschen würden nach rechts gestrickt. Wir stricken hier nur rechte Maschen. Dann eine Masche rechts und die Randmasche. Das war jetzt die 13. Reihe, die 14. alle Maschen nach links. Die 15. Reihe Randmasche, danach haben wir zwei Maschen rechts und dann haben wir unser erster Zopf, wo wir zwei Maschen vor die Arbeit liegen. Da liegst du zwei Maschen vor die Arbeit und die eine rechts stricken und dann die, die du auf deiner Hilfsnadel hast, strickst du auch nach rechts. Dazwischen kommen 6 Maschen, die du nach rechts strickst, 3., 4., 5. und die 6. Und jetzt kommt eine Masche, die du hinter die Arbeit liegst. So. Und auch nach rechts stricken. Eine, zweite und die 3. Dann haben wir zwei Maschen rechts und mein erster Rapport ist beendet. Ich fange an mit dem zweiten Rapport. Zwei rechte Maschen und danach habe ich zwei Maschen vor die Arbeit, so und auch nach rechts abstricken und die 3. Dazwischen haben wir 6 Maschen, die wir nach rechts stricken, 4., 5. und die 6. und dann wieder zöpfen. Diesmal kommt eine Masche hinter die Arbeit. So und zurück und auch rechts abstricken. Und am Schluss habe ich zwei Maschen, die ich rechts stricke und die Randmasche. Das war jetzt die 15. Reihe. Wir haben jetzt die 17. Reihe, die Randmasche und nach der Randmasche haben wir 3 Maschen, die wir nach rechts stricken. Dann kommt unser erster Zopf, 2 Maschen vor die Arbeit. Dazwischen haben wir 4 Maschen, die wir nach rechts stricken. Eine, zweite, dritte und die 4. Und nächster Zopf, da legen wir eine Masche hinter die Arbeit. Alle werden auch rechts abgestrickt. Eine, zweite und die 3. Dann haben wir 3 Maschen rechts und mein erster Rapport ist beendet und ich fange an mit dem zweiten Rapport mit 3 Maschen, die ich nach rechts stricke. Dann habe ich 2 Maschen vor die Arbeit. Nach rechts stricken. Dazwischen, zwischen den Zöpfen, haben wir hier 4 Maschen, die wir nach rechts stricken. Zweite, dritte und die 4. Und dann kommt ein Zopf, wo die Masche jetzt hinter die Arbeit kommt. Dann die 2 Maschen strickst du nach rechts und dann auch die von deiner Hilfsnadel, die strickst du auch nach rechts. Und am Schluss habe ich 3 Maschen rechts und die Randmasche. Das war die 17. Reihe, die 18. strickst du alle Maschen nach links. Wir sind jetzt bei der 19. Reihe. Nach der Randmasche stricken wir 4 Maschen rechts und die 4. Und dann kommt unser erster Zopf mit 2 Maschen vor die Arbeit. Schau mal, wie schnell das geht ohne Zopfnadel. Okay, dann dazwischen haben wir 2 Maschen rechts und wieder ein Zopf mit einer Masche hinter die Arbeit. Das Einzige, was ist, ich verliere immer einen Faden und sonst ist alles okay. So, 1 und 2 und 3. Danach habe ich 4 Maschen, die ich nach rechts stricke und zweiter Rapport. 4 Maschen rechts. Ein Zopf mit 2 Maschen vor die Arbeit. Na komm. Die kommt hier und wieder auf der linken Stricknadel und alle würden nach rechts verstrickt. Dazwischen haben wir wieder 2 Maschen, die wir nach rechts stricken und unser zweiter Zopf hier eine Masche hinter die Arbeit, wenn du mit Hilfsnadel strickst. So. Und am Schluss haben wir wieder 4 Maschen nach rechts und die Randmasche. Das war jetzt die 19. Reihe. So, unsere Arbeit ist schon beendet. Schau mal, wie schön sieht das aus. Ich habe jetzt 2 Rapports in der Breite, hier auf diesem Beispiel, und 2 Rapports nach oben. Du kannst wirklich ganz tolle Sachen mit diesem Muster stricken. Schau mal, das war etwas dickere Wolle und das ist mit etwas dünner Wolle. Dann sind die Zöpfe hier etwas kleiner. Und das war's, meine Lieben. Die Skizze, wie gesagt, du kannst dir die abschreiben oder ich kann dir die bei Facebook zuschicken. Ich hoffe, du kannst das für deine Projekte verwenden, was mich jedes Mal freut, wenn ich sehe eure Fotos mit den Sachen, was ihr mit dem Muster, was ich euch zeige, gestrickt habt. Ich würde mich freuen, wenn du wieder vorbeikommst und schaust meine nächsten Projekte oder meine nächsten Muster. Bis dahin sage ich Danke und Tschüss.